Ich wollte euch Bescheid geben, heute wird es ein kürzeres Video. Der Gast, mit dem wir heute das Video aufgenommen haben, hat sich heute eine sehr spezielle Stelle ausgesucht, wo er sich sein Tattoo macht, und zwar auf dem Fuß. Und sagen wir auf gut Deutsch, er hatte ein bisschen Schmerzen. Und deswegen mussten wir das heute ein bisschen kürzer stellen. Die Fragen sind auch nicht ganz so teilweise angekommen bei ihm, wie wir es gehofft haben, weil es ein bisschen schwierig war für ihn mitzukommen, weil er sehr viel Schmerzen hatte. Aber ihr werdet ein sehr cooles und sehr interessantes Video sehen und viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen zurück bei This Is. Ich bin Markan und wir sind heute mitten in Hamburg. Edgar ist auch wieder am Start. Wie geht's dir, Bro? Super, danke schön. Wie geht's dir? Danke, danke. Ja, Alter. Und wir sind heute bei P-Valley. Und erzähl mal, was machst du hier heute? Ja, wir sind hier heute beim Interview. Ich werde tätowiert. Du stellst mir Fragen. Ja. Bruder, ich meine, was stellst du dir heute? Ach so, Bruder, da musst du auch die Frage richtig stellen. Was machen wir heute hier? Ja, wir machen ein Interview. Erzähl mal, was machst du hier heute? Was ist deine Idee? Was ist dein Tattoo? Ja, was habe ich mir überlegt? Ich mache mir ein Skelett mit einer Gitarre in der Hand. Hat den Grund quasi so eine Erinnerung an einen toten Bruder. Ja, das lasse ich mir unter der Haut stechen. Für immer. Auch erstmal in der Form, dass du dabei redest und ein Interview führst. Ja, ja, auf jeden Fall. Bist du nervös ein bisschen? Ein bisschen bin ich schon nervös. Ah, ist okay. Es ist halt eine neue Konstellation, weißt du, Tattoo machen, dabei reden ist nicht immer einfach. Freut mich aber trotzdem, dass du zugestimmt hast, dass wir hier sein dürfen. Und wir kennen dich ja auch aus vorherigen Folgen bei uns. Vielleicht nicht als Person, aber deine Kunst. Du bist ja der Künstler, der die Designs für die Kollektion von Tone Soul gemacht hat. Erzähl mal ein bisschen davon. Über Tone Soul? Generell so, wie kam das zustande und was war die Idee dahinter? Also die Idee dahinter, um das einmal so kurz zu erklären. Ich wurde quasi angesprochen über Ecken, ob ich nicht Designs für eine Brand machen soll. Und ja, dann wurde mir gesagt, keine Ahnung, mach dies oder das, hab auf das zu achten. Und dann habe ich einfach gemacht, so wie ich halt immer bin. Mhm. Und dadurch ist dann halt die erste Kollektion entstanden. Und ja. Guck mal, du bist ja Künstler. Und wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen? Wie bin ich zur Kunst gekommen? Grundsätzlich war schon immer irgendwie Künstler. Ob das früher als Kind war, im Kindergarten oder so. Ich habe schon immer irgendwie Kunst gemacht. Es verfolgt mich einfach. Es ist wie so ein Teufel auf meiner Schulter. Auf einer Seite der Teufel und auf der anderen Seite der Engel. Sozusagen, ja. Welche Künstler oder welche Kunststile haben dich am meisten beeinflusst? Am meisten? Genau. Am meisten hat mich Graffiti beeinflusst. Beeinflusst, okay. Ja, wie war die Entstehung? Wie kamst du zum Graffiti? Also ich muss sagen, ich komme ja aus einer Stadt eigentlich ursprünglich. Wir sind jetzt hier in Hamburg, aber ich komme ursprünglich aus Dortmund. Und Dortmund hat auch eine prägnante Graffiti-Szene. Und ja, Graffiti habe ich schon immer auf Zügen gesehen, auf der Straße wahrgenommen, auf Häusern, wie auch immer. Und das fand ich immer so interessant. Und irgendwann mal durch einen Kollegen, der schon ein bisschen gesprüht hat, hat mich einfach mal mitgenommen. Wir haben ein paar Dosen geholt, hat mir das so ein bisschen gezeigt. Und da habe ich mich irgendwie drin verloren, ja. Und was würdest du sagen, wie hat dich die Kunst als über die Jahre verändert? Wie mich die Kunst über die Jahre verändert hat? Genau. Die Sichtweise vielleicht meines Lebens. Also, keine Ahnung, ich benutze halt Kunst als Ventil. Als Ventil, richtig, genau, für gute und schlechte Zeiten. Sorry, was war nochmal deine Frage? Inwiefern dich das verändert hat auch? Nicht nur dich, vielleicht auch deine Kunst an sich. Ich meine, du hast bestimmt über die Jahre auch nicht immer die gleiche Kunst gemacht, sondern es hat sich auch der Stil wahrscheinlich verändert. Ach so, auf jeden Fall, klar. Ich habe halt mit ganz simplen Dingen halt irgendwie angefangen und so wie das bei jedem irgendwie ist, hobbymäßig. Man interessiert sich für irgendwelche Dinge, man frisst alles an Informationen in sich rein und dadurch entsteht dann halt auch dieser Entwicklungsprozess von einem selbst und der Kunst. Ja. Weiß nicht, ich habe mir halt mal dies, mal das angeguckt, versucht das nachzumachen, habe gemerkt, ah, das fluppt. Das ist meins. Und sobald ich dann quasi das Ziel so erreicht habe, suche ich mal mein nächstes Ziel. Und so hat sich dann quasi das auch alles so in meinem Leben durchgezogen.
Ja, wie alles im Leben. Bist du maskiert, weil du auch aus der Szene kommst, in Graffiti, wo teilweise vieles im illegalen Bereich ist? Oder wie kommst du, dass du maskiert bist? Weil ich habe auch gesehen, du hast, bist jetzt nicht so wie jeder andere, der jetzt mit seinen ganzen Smartphones rumläuft. Du hast mir ja selbst mal im Privaten auch erzählt, dass du am liebsten gar kein Handy hättest, wenn es möglich wäre. Ja, eigentlich bin ich stolzer Besitzer eines Nokias. ja, Graffiti und Anonymität und maskiert, das ist so alles Schlag auf Schlag. Ich bin nicht gerne so in der breiten Öffentlichkeit, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Ich bin eher so lieber, wie sagt man heutzutage, Loki unterwegs. Ich brauche das alles nicht. Hier beispielsweise Handy, Smartphone brauche ich nicht. Social Media halte ich eigentlich grundsätzlich nicht viel von, weil das alles so ein Selbstdarstellungsdingen ist. Also keine Ahnung, das ist alles für mich Fassade, Fake. Ja, einfach machen. So, keine Ahnung, Anonymität. Ich will mich einfach nicht gern zeigen. Ich bin einfach für mich und... Einfach machen ist ein guter Punkt. Ich wollte fragen, welche Art von Kunst machst du alles? Du hast ja gesagt, dass du Graffiti machst, aber ist Graffiti das Einzige, was du an Kunst machst? Nein, nicht unbedingt. Also klar, ich habe meinen Fokus auf Graffiti gelegt, ja, aber ich bin da sehr vielseitig, vielfältig. Also ich liebe es auch, nicht nur mit der Dose zu arbeiten, sondern mache auch Dinge wie Leinwände oder irgendwelche Schriftzüge, irgendwelche Charaktere, die ich zeichne. Ja. Ich bin da einfach sehr offen, was das angeht. Das ist halt für mich Kunst. Und darauf, wo ich Bock habe und wie ich mich halt fühle, dementsprechend ist dann halt auch so meine Kunst, die entsteht, ja. Und was würdest du sagen, was ist so das, dein spezielles Material, womit du, was du also am liebsten, womit du am liebsten arbeitest? Die also, Spraydose. Spraydose, ja. Ja, war mir schon fast klar. Die liegt dir bestimmt auch richtig am Herzen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie ist das beim Sprayen, so wie ich das kenne, wenn man so sprüht, dann verfärbt sich das auch ein bisschen und läuft das so runter, das sehe ich ja auch in deinem Bild, was du für Tone Soul gemacht hast. Wie im Hintergrund das Beispiel zeigt. Genau, genau. Ist das so der Stil, der so am Herzen liegt, wenn du siehst, dass teilweise auch ein Bild manchmal nicht so entstehen kann, wie man es wünscht, weil man diese Verläufe hat? Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Beispielsweise bei der Leinwand, die ich da gemacht habe, das war auch quasi die Vorgabe für die erste Kollektion für Tone Soul. Ich hatte einfach die Vorgabe, Van Gogh, Sonnenblume, und bring deinen eigenen Stil rein. Und ich sag ehrlich, ich habe damit vorher gar nichts am Hut gehabt, wirklich mit irgendwelchen Sonnenblumen oder irgendwie was in der Richtung künstlerisch gemacht. Ja, ich habe einfach nur diese Aufgabe bekommen, ich habe sie angenommen und halt was daraus gemacht. Und ich hatte von der Planung her was völlig anderes vor und das ist halt am Ende daraus entstanden. Also teils in meinen Projekten habe ich einen gefestigten Plan und verfolgt diesen auch, aber während dem Prozess merke ich dann auch, okay, alles klar, das geht doch in eine andere Richtung, aber irgendwie ist es auch cool. Mhm. Und ich denke, das ist auch das, was mich ausmacht, weil ich habe so einen roten Faden, sage ich mal, den verfolge ich auch, aber während dem Prozess können noch viele coole andere Dinge entstehen. Und das ist auch eine Art Entwicklung. Und ja. Bei Tonesol ist es ja so, dass, so wie ich es verstanden habe, dass du als Künstler halt beauftragt wirst, diese Kollektion zu machen und dir wird gesagt, dass du in so eine Richtung von einem Bild gehen sollst, vielleicht jemand, der berühmt ist, so wie Van Gogh mit seinen Sonnenblumen in deinem Beispiel, und du sollst das in deinem Stil machen, oder nicht? Richtig, genau. Genau. Und wie war so dieser Prozess, als du dieses Bild gemacht hast? Also gab es da... Höhen und Tiefen, genau. Auf jeden Fall. Also... Als ich das Angebot bekommen habe, war ich auf jeden Fall voll von überzeugt und auch voller Elan und Motivation. Und als ich dann vor dem Ding da quasi stand, habe ich erstmal wieder so gemerkt, scheiße, was mache ich eigentlich hier? Ja, und wie gesagt, das ist dieser Entstehungsprozess. Ich habe einfach erstmal angefangen mit meinem Hintergrund, habe mir alles vorgezeichnet und so und habe gemerkt, okay, ich habe ja auch nicht nur mit Spraydosen gearbeitet, sondern auch mit irgendwelchen Acrylfarben, mit Markern, Acrylmarkern und so. Ja. Das hatte ich alles vorher gar nicht vor. Das meine ich, um das so ein bisschen zu verstehen. Musstest du ja erst deine ganze Kreativität rauslassen, um zu gucken, wie du herangehen sollst. Richtig, genau. Kreativität ist ein sehr guter Punkt. Wie ist es eigentlich bei dir? Zu welcher Tageszeit würdest du sagen, bist du am kreativsten, wo du am besten arbeiten kannst? Das kann ich so gar nicht sagen. Ich würde eher sagen, ich bin 24/7 kreativ. Und das ist auch quasi der Grund,
warum ich Künstler bin und warum mich das so verfolgt in meinem Leben, weil ich einfach 24/7 kreativ bin. Ich habe nicht feste Zeiten, Terminkalender, okay, zwischen so und so viel Uhr bin ich jetzt kreativ, sondern es ist einfach in mir drin. Es ist in meinem Blut drin. Es ist einfach deine Leidenschaft auch drin. So, genau. Okay. Wie bereitest du deine Arbeitsfläche vor oder deinen Arbeitsplatz vor, wenn du ein neues Projekt starten willst? Also in dem Sinne, du hast ja gesagt, dass du ja nicht nur auf Wändern malst, du malst ja auch in dem Fall jetzt auch auf Leinwänder oder auf Papier oder was weiß ich. Wie schaut es bei dir aus? Wie schaut die Gestaltung aus, wenn du ein neues Projekt starten möchtest? Was brauchst du so dafür? Also ich brauche ja grundsätzlich erstmal einen groben Plan in meinem Kopf, weil sonst geht gar nichts. Und wie machst du den? Also ich habe ja schon entweder wie in dem Fall gewisse Vorgaben. Boah, das Tattoo. gewisse Vorgaben. Sorry, wie war die Frage nochmal? Das irritiert mich ein bisschen mit dem Tattoo hier. Ich kann mich auf eine Sache konzentrieren. Mit den Projekten. Also wenn du ein neues Projekt startest, wie ist das bei dir? Wie gehst du voran? Ach so, ja. Ja, ob das jetzt, ich bin ja wie gesagt, du hast mich ja gefragt, was ich für Dinge mache. Ich mache ja nicht nur Dinge per Hand, heißt auf Papier, Leinwand, Wand, sondern auch digital. Ja. Ich mache mir vorher immer irgendwie einen groben Plan und der besteht eigentlich darin, dass ich mir ein Blatt Papier immer nehme und einen Bleistift und dann fange ich an zu zeichnen und alles Weitere entsteht dann daraus. Interessant, interessant. Du hast ja gesagt, du kommst ja aus der Graffiti-Szene. Ja, richtig. Und was würdest du sagen, was ist so das Besondere für dich an der Graffiti-Szene, das dich daran so gehalten hat? Boah, was mich daran gehalten hat? Ich habe früher mit Graffiti angefangen, weil ich ständig immer irgendwelche Bilder von irgendwelchen Personen XY gesehen habe und habe mich immer gefragt, wer verdammt ist das? Und das ist irgendwie so das Interessante, weil es gibt teilweise Leute, die sprühen schon seit über 30 Jahren und auch in diesem kleinen Mikrokosmos, auch in Dortmund, jede Stadt hat ja eh so ihre eigene Szene, auch im Graffiti. Man kennt sich eigentlich untereinander, wenn man so ein bisschen unterwegs ist. Aber es gibt teilweise auch wirklich Leute, die kenne ich bis heute noch gar nicht. Und das ist so für mich dieses Interessante dahinter. Ich gucke mir einfach so diese Bilder an und dann entsteht so ein Film oder etwas bei mir im Kopf. So, wer ist das? Wie kann der aussehen? Wie ist der privat? Blablablub. So ein Mysterium dahinter. Das finde ich sehr interessant dahinter. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum Graffiti quasi mich auch widerspiegelt als Person, weil ich versuche auch relativ anonym zu agieren, größtenteils, so gut es geht. Ja, und versuche einfach mein Ding zu machen und ich finde es einfach cool, wenn Leute dann so über mich reden, so wer ist das, was hat er gemacht. Gibt es in eurer Szene, also generell in der Graffiti-Szene, so ungesprochene oder ungesprochene Regeln in eurer Community? Du meinst einen Kodex? Ja, so ein Kodex, woran ihr euch halten müsst. Ja, ja, definitiv. Also wenn du jetzt beispielsweise anfängst mit einer, du schnappst eine Graffiti-Dose in der Hand, jetzt in deinem Fall, hast mega Bock jetzt irgendwie was zu malen und gehst erstmal über irgendein dickes Bild, hast gar keinen Plan von, so schlecht. Schlecht für dich, du weißt nicht, wer das vielleicht ist, vielleicht ist der größer, stärker, wie auch immer und das ist sein Leben. Und dann verteidigt der das auch. Also gibt es richtige Hierarchien bei euch? Gibt's auch, ja. Also ist halt aber auch wieder so Städte- und charakterabhängig. Und wonach ist es also, wenn jetzt jemand bekannt ist und ein Bild getaggt hat und irgendwelche Leute da was drüber taggen, kann das sein, dass die Person, die rüber getaggt hat, Probleme bekommt? Definitiv. Es kann sein. In welcher Form? Es kann körperlich sein, das kann finanziell sein. Also irgendwas kommt da schon auf jeden Fall. Ja. Es kann aber auch sein, dass dann die gesamte Szene auf dich irgendwie zurückkommt und ja, du dann einfach halt, ich sag mal so, das Arschloch der Szene bist. Keiner will mehr was mit dir zu tun haben. Um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob es einen Kodex gibt. Es gibt so Sachen wie Bild über Tag geht immer. Tag sind ja diese Schriftzüge, diese Unterschriften, die man ja oft an Hausfassaden und sowas findet. Darüber darfst du ein Bild malen, ein etwas größeres, aufwendigeres. Wenn das in Chrom ist, in Silber, dann darfst du beispielsweise mit bunt drüber gehen, weil es ist aufwendiger als nur mit kurz Chrom. Das sind so quasi so die Dinge, an die man sich halten sollte. Und ja, mein Tipp an Neulinge ist, sucht euch einfach freie Stellen, überteckt nicht irgendwie
wild irgendwelche anderen Bilder, macht euch vorher einen Plan, dann geratet ihr auch nicht in Schwierigkeiten. Gibt es so Situationen, in denen du sowas mal erlebt hast, wo Leute dann was Falsches übergetaggt haben und dann Folgen hatten? Selbstverständlich. Entweder war es bei mir, weil ich noch grün hinter den Ohren war und mir nicht viel bei gedacht habe. Und ich sag mal so, unsere Stadt ist jetzt auch nicht unbedingt so groß. Jeder kennt irgendwo jeden so. Und am Ende des Tages standen dann auch irgendwelche Leute vor mir und haben gefragt, was soll das? Ja, und dann bist du halt in dieser Zwickmühle. Du musst halt gucken, wie du dann halt wieder rauskommst. Ja, wie du reagierst, wie du agierst. Kannst du mir mal so eine interessante Story erzählen, so von dir, als du mal getaggt hast? Oder hast du nur hier in Deutschland getaggt? Ja, eigentlich nur so größtenteils in Deutschland. Ja. Klar, wenn man mal Urlaub gemacht hat, hat man auch mal so einen Sixer an Dosen mitgenommen und da mal vielleicht eine Kleinigkeit gemacht, aber mein Hauptraum ist eher so Deutschland, ja. Und wie findest du, hat sich die Graffiti-Szene so in den letzten Jahren entwickelt oder verändert? Um ehrlich zu sein, ja. Ins Negative meiner Meinung nach. Wieso hast du diese Meinung? Viele Aspekte, beispielsweise, was wir gerade auch angesprochen haben, sowas wie Social Media und Selbstdarstellung. Also keine Ahnung, für mich bist du jemand, der macht und nicht irgendwie darstellt oder viel erzählt oder so. Das macht dich nicht zu jemandem. Dich macht irgendwas zu jemandem, wenn du wirklich machst und dranbleibst und einfach dein Ding durchziehst. So. Und keine Ahnung. Ich gucke mir Graffiti auf der Straße an und nicht auf mein Smartphone und gucke, ah, der hat dies gemacht. Inzwischen hat jeder Graffiti-Sprüher irgendwelche Instagram-Seiten oder was weiß ich. Das ist einfach nicht meins. Und das ist halt, aber das ist auch etwas, was man nicht ändern kann. Hast du auch so gewisse Dinge, die du dann auch von anderen Leuten abschaust, wenn du so sagst, das gefällt mir und das würde ich dann so in meinem Stil machen? Ja klar, also das Wichtigste ist auf jeden Fall, kopiert nie irgendwie was. Wenn ihr Kopierer seid, seid ihr scheiße. Aber es hat noch nie jemanden geschadet, sich inspirieren zu lassen und was Eigenes draus zu machen. Im Endeffekt, das zeigt ja auch etwas von Kreativität, wenn man aus etwas so seine Muse zieht und daraus dann so ein Ding macht, was vielleicht auch geiler wird. Man kann das Rad nicht neu erfinden, aber man kann ein cooleres Rad draus machen. So. Ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, man kann eine neue Felge drauflegen. Beispielsweise. Ja, deswegen. Aber hast du auch mal so eine Story, die du erzählen kannst, so von dir, als du mal so am Taggen warst, so was Interessantes passiert ist? Was ja auch viel in der Underground-Szene zu tun gehabt. Interessant inwiefern? Meinst du eine lustige Story oder? Oder etwas, was so interessant ist, lustig, vielleicht auch spannend ist? Ja, also mir ist schon viel passiert, aber was mir jetzt gerade so spontan einfällt, da war ich mit Freunden in Dänemark, da wollten wir eine S-Bahn machen. Wir haben alle schon vorher die ganze Zeit ausgecheckt und so, die Leute kannten die Zeiten und eigentlich war es ein sicheres Ding. ja, und dann wurde halt einem versprochen, durch die ganze Planung, wir haben bestimmt locker 4 bis 6 Stunden Zeit, jetzt hier zu machen. Und wie war es am Ende des Tages? Wir sind dahin, haben uns die ganze Sache angeguckt, alles war frei. Ich habe die erste Linie gesetzt am Zug und links neben mir war schon direkt der Putzer und hat gesagt, hey, was macht ihr hier eigentlich? Und da mussten wir halt direkt die Beine in die Hand nehmen, ja. Aber gab es auch mal so Situationen, wo ihr so auch beim Taggen gepackt worden seid? Ja, ja, selbstverständlich. Und wie war das dann so? Scheiße. Ist halt immer nicht gut, ne, wenn du gepackt wirst. Dann hast du halt aber auch einen Fehler gemacht. Das ist halt immer so ein Katz-und-Maus-Spiel-Graffiti, ne? Entweder der eine gewinnt mal und der andere verliert, der andere ist schlauer, der andere war dümmer. Ja. Was kam für Folgen, als du das dann hattest? Geldstrafen nur. Geldstrafen? Also es ist noch es im geht Rahmen. Noch im Rahmen auf jeden Fall. Keine Haftstrafen oder sonst irgendwas. Gibt's auch. Keine Haftstrafen? Okay. Aber hast du schon mal so Sachen erlebt, wo sowas passiert ist, also von Leuten? Dass sie in den Knast gegangen sind? Ja, oder? Ja, ja, selbstverständlich, klar. Und wie entsteht das, weil die dann auch Sachen beschädigt haben oder nur? Ja, ja, durch Sachbeschädigung. Du musst dir ja vorstellen, die malen ja ihren Namen, ihren eigenen. Ja. Und dann gibt es auch Einheiten, sag ich mal, bei der Polizei, die sind extra nur darauf spezialisiert, auf diese Text. Auf diese ganzen Schmierer. Okay. Und ja, je öfter du natürlich irgendwo dein Bild
drauf gemacht hast, umso mehr Schaden entsteht. Dementsprechend ist der finanzielle Schaden auch höher. Und Leute sind schon im Millionen-, im sechs-, siebenstelligen Bereich. Ja, und wenn man das nicht aufbringen kann, kann es sein, dass man dann in den Knast kommt. Dann geht man rein, ja. Ach du Scheiße. Ja, gut, deswegen, dass dir das nicht passiert ist. Und ich bin vorsichtig. Bist du vorsichtig? Ja. Okay. Bei uns ist es ja immer so, nach einer gewissen Zeit machen wir immer so eine Fragerunde. Ja, okay. In unserer Fragerunde schaut es dann immer so aus, wir stellen 10 Fragen und erwarten dann immer so eine knackige Antwort auf die Fragen. Genau, und ich würde dann gern mal damit anfangen. Ja. Was sind deine Interessen außerhalb der Kunst? Meine Interessen außerhalb der Kunst? Genau. Boah, gute Frage. Interessen. Familie, das sind Freunde. Also ich kann es nur verallgemeinern, ich habe sonst keine anderen Interessen. Meine Interessen sind, dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht und den Leuten drumherum. Ich habe sonst keine weiteren Interessen. Vielleicht noch Weiterentwicklung an meiner Person, immer besser, stärker zu werden. Ja, das sind meine Interessen. Interessant, interessant. Aber ansonsten... Was sind so deine größten Schwächen? Meine größten Schwächen? Genau, von dir selbst. Dass ich alles, sagen? Dass ich alles tot denke. Weißt du? Im Sinne von, anstatt zu machen, was ich gerade schon gesagt habe, ein Macher zu sein, alles stundenlang tot zu denken, aber dabei ist noch gar kein Fortschritt entstanden. Mhm. Das ist meine größte Schwäche, dass ich viel zu viel über Dinge nachdenke, anstatt einfach loszulegen. Was ist so deine Vision? Also wo siehst du dich? Was ist so dein Traum auch in dem Sinne? Meine Vision? Genau. Mit meiner Kunst die Menschen glücklich zu machen. Das ist so meine Vision. Weil gibst du etwas, kommt auch etwas Gutes zurück. Jagst du aber nur dem Geld die ganze Zeit hinterher, wirst du immer unglücklich sein. Und das ist, glaube ich, so meine Vision. Dass ich glücklich bin, dass ich aber auch mein Umfeld mit glücklich mache, mit dem, was ich mache. Einen Mehrwert bieten. Findest du dich perfekt? Nein. Sehr schnelle Antwort. Nein, überhaupt nicht. Erzähl mir von deinem peinlichsten Erlebnis. Peinliches Erlebnis? Von deinem peinlichsten. Von meinem peinlichsten? Ja. Boah, das kann ich so nicht sagen. Ich habe schon viele peinliche Erlebnisse in meinem Leben gehabt. Was würdest du sagen, welches davon ist dir so am meisten im Kopf geblieben? Gute Frage. Bin ich ehrlich, kann ich jetzt gerade nicht beantworten. Weil mir, ich bin ehrlich, jeden Tag passiert mir irgendein Schlamassel. Und alles ist mir irgendwie peinlich. Und so oft, dass ich gar nicht weiß, was ist überhaupt das Peinlichste. Ich glaube, das ist auch schon was Menschliches, oder nicht? Wenn einem etwas und so Fehler passieren, die einem peinlich sind. Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann ja immer passieren, glaubst du nicht? Ja, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Uns passieren ständig Fehler, aber wir müssen auch Fehler machen, um daraus besser zu werden, um uns besser zu entwickeln. Das stimmt. Was war deine riskanteste Entscheidung, die du je getroffen hast? Meine riskanteste Entscheidung? Genau. Du stellst Fragen. Mann, das kann ich. Ich meine, du bist ja auch sehr viel in der Graffiti-Szene unterwegs gewesen. Den Weg, den du gehst, so viel wie ich bis jetzt von dir mitbekommen habe, ist auch teilweise nicht sehr üblich für die meisten Menschen. Die würden wahrscheinlich gar nicht den Weg gehen, den du gehst. Die gehen meistens so den Safety-Weg. Und findest du, was ist davon, von den ganzen Etappen, die du hattest, so das Riskanteste gewesen, was du eingehen musstest mit dir selber? Ich würde sagen, nicht riskant, aber was so eine einschneidende Dings ist, du weißt, was ich meine, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich mit der Kunst, die ich mache, auch Geld verdienen kann und quasi darauf meinen Fokus lege. Also heißt, dieses Hobby-Ding Graffiti einfach mal beiseite zu legen, das Ganze etwas ernster zu nehmen. Und vielleicht auch teilweise Sachen zu machen, die einem nicht so... Richtig, genau, das gehört so auch dazu. Hören. Aber einfach fürs Geld manchmal was machen. Wenn es mir gefällt, ich mache auch nicht alles. Ich habe auch Prinzipien, aber ja, du hast recht. Wie gehst du mit Kritik um? Kommt drauf an, ob die Kritik berechtigt ist oder nicht. Wenn sie berechtigt ist, dann reflektiere ich schon sehr, weil...
irgendwo muss der Fehler ja sitzen, entweder an mir oder an der anderen Person. Aber man muss erstmal reflektieren. Wie war die Frage nochmal? Sorry. Wie du damit umgehst. Ach so. Ja, wie gesagt, wenn es berechtigt ist, gut. Also dann muss ich das reflektieren, dann wird es irgendwo seine Gründe haben und dann arbeite ich auch an mir. Aber wenn es unbegründet ist, dann scheiße ich drauf. Gibt es etwas, das du bereust? Das ist auch so eine Frage. Bestimmt bereue ich irgendwie was, aber irgendwie auch nicht. Sonst wäre ich nicht der, der ich jetzt gerade hier bin und ich hier sitze. Also ich würde sagen, nein. Du hast ja für Pi... Tournesol. Du hast für Tournesol hast du ja die erste Kollektion gemacht. Ja. Und ich würde gerne wissen, siehst du dich eigentlich weiterhin noch in diesem Modebereich? Definitiv. Ich will. Hast du da Blut geleckt? Ich habe da Blut geleckt, weil das ja auch quasi was Neues wieder für mich ist. Auch wieder in diesem Part Weiterentwicklung. Alles, was ich mit meinen Skills machen kann und so, da siehst du halt erstmal, was alles möglich ist. Und ja, wie du sagst, ich habe Blut geleckt, ich habe Bock, ich bin ein kreativer Mensch, Bock, meine eigenen Sachen zu machen. Ich habe auch eigentlich gar keine Lust, ständig die Brands oder Marken von anderen Leuten oder sowas zu tragen oder alles, was gerade so einfach im Trend ist. Einfach den eigenen Shit zu tragen. Einfach eigenen Scheiß produzieren, weil es ist von mir, ich bin glücklich damit und ich kann auch aktiv gestalten, das, was mir gefällt, was ich auch tragen will. Und ja, da sehe ich mich auf jeden Fall in der Mode, ja. Und die letzte Frage wäre, was wären deine Worte für die Community? Erzähl mal so einen Satz, was du denen so gerne sagen möchtest. Boah, macht auf jeden Fall das, worauf ihr Bock habt, scheiß darauf, was andere Leute sagen und bleibt auf jeden Fall immer am Ball. Heißt, sei es Sport, Kunst, wie auch immer, das, was euch gefällt, bleibt am Ball. Ihr werdet schon irgendwann mal Früchte ernten, glaubt mir. Das war jetzt so die letzte Frage. Danke nochmal. Und wir haben ja vorhin nochmal gesprochen. Ihr habt ja auch gesagt, du bist ja auch mit dem und dem ja gut, weil die ja zusammen das machen mit Tournesol. Und wir haben ja zusammen miteinander gesprochen. Ihr meintet ja, dass wir so ein Gewinnspiel machen wollten. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Ja, also ich bin ja auch nur Künstler von Tournesol, aber wir haben uns überlegt, jetzt bei der ersten Collection einmal eine Maske zu verlosen. Farbe nach Wahl, gibt es auch in Schwarz. Und nochmal ein Piece aus der Kollektion. Das würden wir einmal so verlosen an euch, an die Community. Geil. Natürlich, dazu werden wir nochmal einen extra Post machen, aber wie immer, liken, followen, einen Kommentar dazu schreiben und dann werdet ihr auf jeden Fall eher gesehen. Und ja, dann gehen wir mal weiter zu den nächsten Fragen. Was mich interessieren würde, wie würdest du sagen, dass deine aktuellen Emotionen und Stimmungen sich auf deine Kunstwerke auswirken? Wenn es mir wirklich gut geht, dann male ich positiv gestimmte Bilder. Ja, also wo es dann anderen Leuten vielleicht dann auch wieder gut geht, man gibt den Power. Und wenn es mir halt scheiße geht, dann male ich halt Dinge, die halt auch ein bisschen deeper sind jetzt im weiterem Sinne. Und das spiegelt, denke ich, auch meine Kunst wider. Also Leute, die das checken, sehen das auch, wie ich mich quasi gerade in dem Moment gefühlt habe, wie ich etwas gerade gestaltet habe, sage ich jetzt mal. Interessant, ja. Aber ich sehe jetzt so, war das bei dir auch vorher so, dass du auch sehr viel mit so knalligen Farben gearbeitet hast? Teils. Teils. Ja. Aber magst du es auch lieber mit so knalligen Farben oder wie ist das? Ich mag alles. Ich mag es, mit wilden Farbkombis rumzuspielen, weil dadurch entstehen echt viele coole Bilder. Ich mag aber auch einfach simple Sachen, wo einfach die Buchstaben, der Charakter sitzt und ein, zwei farbig. Gab es aber auch Phasen in deinem Leben, in denen du ein bisschen unproduktiver warst oder vielleicht auch sehr noch produktiver als jetzt, wo du sagen würdest, das waren meine besten Zeiten oder ich bin gerade so in meiner Prime oder entwickle mich dahingehend. Und damals war es so, dass ich unproduktiver war, aber es so ein Break-Even gab, wie so ein Schlussstrich, wo plötzlich so der Pegel nach oben ging und du gesagt hast, okay, ab jetzt ziehe ich durch, jetzt wird alles krass, was ich mache. Kann ich genau sagen, hat auch was mit dem Tattoo zu tun, was ich mir heute stechen lasse. Der Freund, der leider nicht mehr unter uns weilt,
Der hat mir sehr viel Kraft gegeben und ich würde sagen, das war auf jeden Fall meine Hochphase in meinem Leben, weil der hat mich immer gepusht, immer getriezt, immer gesagt, mach weiter, weiter, weiter. Und der hat mir quasi immer so eine Richtung gegeben, ja. Ja, und nachdem der halt leider nicht mehr da war, ging es mir halt sehr, sehr schlecht. Mhm. Und hab dann quasi den Kopf in den Sand gesetzt und alles war mir scheißegal. Aus irgendeinem Grund habe ich dann wieder an irgendwelche alten Worte von dem Kollegen gedacht und habe mir gedacht, ey, das kann es auch nicht sein, der will das auch nicht, dass es mir jetzt so scheiße geht, dass ich immer nur in den Tag hineinlebe. Er hat mir ja quasi das vermittelt, jeden Tag Gas geben, triezen, das, was man liebt, ein Ziel haben. Welche Worte hat er zu dir gesagt? Kann ich nicht direkt sagen, aber so wie ich gerade meinte, in diesem Rahmen, habe ich mich einfach wieder an die Zeit zurückerinnert und das hat mir quasi wieder die Kraft gegeben, mit anderen Dingen weiter am Ball zu bleiben und nie den Kopf in den Sand zu setzen und einfach Gas zu geben. Nutzt du die Kunst auch seitdem für eine Form der Therapie oder wie ist dann die Kunst für dich, während du arbeitest auch? Ja, Kunst ist eine Art Therapie, also... Du kannst ja auch deinen emotionalen Ausdruck da einsetzen. Genau, richtig. Wie ich schon bereits gesagt habe, wie ich mich fühle, so entsteht halt dementsprechend auch meine Kunst. Ja, wenn du mal einen harten, stressigen Tag hattest oder auch mal einen ganz entspannten, chilligen Tag, Kunst ist immer ein gutes Ventil als Ausgleich. Also nutzt das einfach. Hat sich dein künstlerischer Ausdruck auch über die Zeit verändert oder bist du dir immer gleich geblieben? Nein, ich habe mich stets entwickelt. Wenn ich beispielsweise irgendwelche Dinge von früher raushole, würde ich die Hände zusammen über den Kopf und was habe ich da gemacht, was soll das? Kann ich so akut gar nicht sagen. Also dieser komplette Entstehungsprozess hat mich jetzt zu dem gemacht, was ich jetzt bin und was auch meine Kunst ist. Und wenn du an einer Sache am Ball bleibst, dann wird auch alles besser, läuft. Hier beispielsweise Edgar. Edgar hat vor ein paar Jahren angefangen mit Tätowieren. Die ersten Linien, die er gezogen hat, waren auch nicht gerade, aber er ist am Ball geblieben die ganze Zeit und guckt, wie er ist, wie er hier am Machen ist, heute wie seine Kunst aussieht. Macht einfach beim Interview noch ein Tattoo. So. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich bin auch nicht der Mann der vielen Worte, deswegen fehlen mir auch oft viele Worte. Das ist auch mein erstes Interview hier, aber ich denke, die Zuschauer verstehen, was ich meine. Was ist so der größte Erfolg, den du als Künstler dir selbst vorweisen kannst? Den einen Erfolg habe ich auf jeden Fall nicht, aber was mich auf jeden Fall immer glücklich macht und was mein Riesenerfolg immer ist, wenn ich mit der Kunst, die ich mache, einfach Menschen erfreuen kann, wenn ich einen, wie ich auch schon bereits gesagt habe, einen Mehrwert bieten kann. Das ist immer mein größtes Ziel oder das, dein was Erfolg. Ich erreiche. Erfolg, nicht Ziel. Was du als Erfolg interpretierst. Genau. Okay. Mein Erfolg ist einfach, einen Mehrwert zu bieten auf dieser Welt und Menschen glücklich zu machen. Gab es Momente, in denen du einfach die Kunst aufgeben wolltest? Ja. Und wie kam es, dass du trotzdem weitergemacht hast? Dann gab es vielleicht mal Zeiten, da habe ich in Kunst gar keinen Sinn drin gesehen, auch für mich gar keinen Mehrwert und wollte halt alles an den Nagel hängen und ja, habe dann aber irgendwann mal im Laufe des Lebens gemerkt, man muss nicht immer dem großen Geld oder dem besten Deal hinterherrennen, sondern einfach das machen, was man liebt, ja. Und wie war nochmal die Frage? Was dich davon abgehalten hat, nicht aufzugeben mit der Kunst. Ah, ja, genau. Es ist einfach diese Kunst, das ist in mir drin. Ich krieg das nicht raus. Beispielsweise, wenn man früher in der Schule war oder auf der Arbeit, man kann sich nicht auf das konzentrieren, was einer einem gerade sagt. Ich habe immer irgendwie was in der Hand, einen Kuli oder einen Bleistift, ein Stück Papier. Ich bin immer am Zeichnen, immer irgendwie was am Machen. Ja, ich kann machen, was ich will, ich krieg's nicht raus aus mir und... Deswegen konntest du auch nicht aufgeben. Richtig, genau. Und wie gehst du eigentlich mit so Rückschlägen um, wenn du so mal so nicht glücklich mit dem bist, was du gerade gemacht hast, ja, und so diesen Rückschlag spürst? Wie gehst du damit um? Wie war nochmal die Frage? Der Blödmann. Wie ich damit umgehe? Ja. Ja.
Dinge reflektieren, gucken, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, diesen Fehler am besten nicht nochmal machen. Und so gehe ich dann mit meinen Fehlern um. Fehler muss man machen, um besser zu werden. Kannst du uns mal vielleicht von einem Projekt erzählen, was vielleicht nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast? Ein Projekt, was so... Da waren einige, kann ich so nicht sagen, konkret. Und was hast du gemacht, um aus diesem Fehlschlag zu lernen? Wenn ich mir beispielsweise irgendwie was vorgenommen habe und es ist nicht zu dem geworden, was ich wollte, oder ich bin nicht zu dem Endziel gekommen, dann habe ich es erstmal ruhen lassen und mir einfach die nächste Baustelle gesucht und da einfach quasi, um da quasi zu sehen, dass ich da weiter Erfolg habe und merke, okay, alles klar, war jetzt doch nicht alles für die Katz. Man kann dort weitermachen und wenn dann die Zeit es halt wieder gibt, dann fange ich wieder mit dem alten Projekt an und bringe das dann halt zu Ende. Das Wichtigste ist halt, Sachen zu Ende zu bringen. Wenn du aber wirklich merkst, okay, es hat überhaupt keinen Sinn, dann lass es sein. Sonst machst du dich unglücklich und ja. Glaubst du, Fehler und Fehlschläge sind so ein Bestandteil des Prozesses, damit du zu dem Punkt kommst, wo du heute bist oder vielleicht in Zukunft sein wirst? Sorry, nochmal, der Schmerz ist gerade ganz krass. Ich schwöre. Alles gut, alles gut. Ob du glaubst, dass Fehler ein Teil des Prozesses sind und ob die notwendig sind, um die nächsten Steps zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ohne Fehler können wir uns ja gar nicht verbessern. Also, wir sind alle nicht perfekt. Und wieder zurückzugehen auf die Projekte, die du teilweise führst. Gab es auch Projekte, die du aufgegeben hast? Oder wie entscheidest du auch, ab welchem Punkt ein Projekt als aufgegeben klingt oder nicht weitergeführt wird? Wenn ich einfach merke, es hat einfach keinen Sinn mehr, ich komme nicht weiter, ich werde damit unglücklich, dann lasse ich sein. Und das war auch so ein kleiner Tipp, wenn ich mit irgendwas nicht weiterkomme, sei es auch so Dinge wie Lernen für eine Klausur oder sowas. Wenn ich einfach, ich habe heute nicht den passenden Tag, dann lasse ich sein, weil es bringt mir eh nichts. Ich krieg's dann nicht mehr in meine Birne rein, dann mache ich morgen weiter. Ist dann viel zu aufgezwungen, oder? Ja, genau, man darf sich auch nichts aufzwingen oder aufzwingen. Gib nochmal der Community gerne nochmal so eine letzte Worte, die du denen gerne mitteilen möchtest. Vielleicht etwas, was sie fürs Leben mitnehmen können. Mhm. Was wichtig ist auf jeden Fall an euch, wenn es euch richtig schlecht geht, ihr habt einfach eine miese Zeit, sucht euch das, was euch Kraft gibt, versucht den Kopf nicht in den Sand zu setzen und versucht einfach aus jedem Tag einen schön zu machen, weil wir sind nicht ewig hier. Und ja. Das stimmt. Punkt. 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 So, Max, jetzt kannst du gerne noch einmal den Leuten zeigen, wie das Tattoo soweit ausschaut. Und Edgar, was würdest du dazu sagen? Erzähl mal ein bisschen. Also war schon heftig anstrengend, weil der Bre sich währenddessen bewegt hat. Aber wie gesagt, den Kopf nicht hängen lassen, Augen zu und durch. Auch in solchen Situationen. Auch in solchen Situationen, richtig. Durchziehen. Absolut. Alright. Wie ihr seht, war es heute ein sehr besonderes Interview. Wir haben heute wieder gelernt, wie schmerzhaft ein Tattoo sein kann. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.